You should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. The defeat was merely a delay until the time after Oblivion opened, when the Sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawned, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he is Dúvatín, Dragonborn. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Kauf unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Fett. Warte, so. Irgendwie haben die Händler ihre Waren nicht aufgestockt. Also ich konnte weder was Neues verkaufen, noch was einkaufen, etc. Aber, ja, das heißt, wir haben unser nächstes Questgeber drin, aber bevor wir das machen, irgendwann kauft im Verlauf und rettet euer Leben. Des Spiels gibt es eine was Quest, führt euch heute zu vier Gegenstände werft kaufen. Einen Blick darauf. Brauchen wir vier Gegenstände. Einmal einen Silberbarren. Dann einen makellos oder groß. Wenn ihr weitere Schmiedearbeiten zu erledigen habt, kommt vorbei. Grüße, geschätzte. Alles, was ich in der Auslage habe. Oh, hat's jetzt wieder aufgestockt. Dann kann ich mir wieder was verkaufen. So, 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 so. Kommt so auf. Und hier. Ah, wir haben einen makellosen Rubin. Sehr gut. So. Passt auf euch auf, und, Landläufer. Dann gab's noch eine Todesglocke. Also die Pinze. Wollt ihr etwas kaufen? Werft einen Blick drauf. Und. So, so. Schon hat sie kein Geld mehr. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es am besten brauchen. Toll. Jetzt habe ich kurz bevor ich die Folge begonnen. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Gar nichts. Und jetzt haben sie alle wieder cool. Frisches Fleisch und Gemüse. Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Papierstaub, makelloser Rubin. Papierstaub, makelloser Rubin. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Und Silberbarren und Todesglockengut. Gut. Also hier gibt es schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Gut, der ist weg. Aber der Schmuck müsste doch dann auch. Der Geruch. Die besten Waffen und Rüstung. Bam, 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 bam. Oh, nochmal. So. Kein Silber, schade. Wenn ihr weitere Schmiedearbeiten zu erledigen habt, kommt vorbei. Wollt wohl sehen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht.
Wenn ihr weitere Schmiedearbeiten zu erledigen habt, kommt vorbei. Die Eisenbarren sind nicht leicht. Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Jetzt ist aber Zeit, Quest anzunehmen. Bei mir gibt es das beste Essen in ganz Himmelsrand. Immer absolut frisch. Wie haltet ihr das Essen so frisch? Ich habe mir einen Trick von einem Metzger in Elinir abgeschaut, einer Kleinstadt jenseits der Grenze in Hammerfell. Er hat mir gezeigt, wie man Eisgeistzähne mahlt, um sie zum Konservieren einzusetzen. So bleibt alles kalt und frisch, allerdings nur für begrenzte Zeit. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Vorräten. Wenn ihr also 5 davon finden solltet, würde ich sie euch gerne abkaufen. In Ordnung, ich mache mich auf die Suche. Danke. Ich hatte schon Angst, keine mehr zu bekommen. Habt ihr Ahnung, wo ich ein paar Eisgeister finden kann? An eurer Stelle wäre ich vorsichtig. Man sagt, die Nord jagen sie als Teil eines Initiationsritus und sind nicht immer siegreich. Der letzte Reisende, von dem ich welche bekam, hatte sie an einem Ort namens Aufstieg des Alten gefunden. Aber Vorsicht! Gerüchten zufolge gibt es dort Drachen. Okay, Seid vorsichtig, wenn ihr die Zähne besorgt. Diese kleinen Mistkerle sind gefährlich. Sammelquests. Frisches Fleisch und Gemüse. Greift zu, solange der Vorrat reicht. 11 zu 4. Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Levelaufstieg habe ich zufällig nicht. Nein. Stellt ihr euren eigenen Schmuck her? Jawohl. Leider bin ich einer der letzten traditionellen Saxliel-Juweliere in Tamriel. Unser Handwerk gerät langsam in Vergessenheit. Das einzige Problem ist, dass ich schwer an Materialien komme. Die Straßen zu den Minen und den anderen Städten sind übersät mit Banditen. Und Schlimmerem. Wärt ihr interessiert daran, ein wenig Material für mich zu sammeln? Ich würde euch auch sehr gerne dafür entlohnen. In Ordnung, ich werde sie euch besorgen. Danke sehr, Landläufer. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. 2 makellose Saphire, einen Mammutstoßzahn und einen Klumpen Golderz. Ich habe einen Klumpen Golderz für euch. Perfekt. Wenn ich das einschmelze, sollte ich genug Gold für die Ketten haben, mit denen ich bereits angefangen habe. Gut. Passt auf euch auf, Landläufer. Wir sind ein bisschen leichter geworden. Hey. Ja, da geht's zum Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Aber wenn ich in 5 Stunden dort angekommen bin. Hey. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von Greka. Ja, wie viel habe ich denn als Eisenerz? 81. Und mir fehlen 94. Heißt noch 13 Eisenbarren und ich bin fertig. Kann ich eigentlich dieses Lampenöl benutzen? Nein. Nun gut, auf zum Tempel von Mara. Möge Mara euch segnen. Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Ich möchte mehr über den Tempel von Mara erfahren. Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Nehmt ihr Almosen? Nee. Könnt ihr mir von Maras Glauben erzählen? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehnen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis.
Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Nehmt ihr Almosen an? Aber natürlich. Ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Ich spende einen anderen. Wie ihr wünscht. Alles, was ihr entbehren könnt, wird für einen guten Zweck verwendet. Ich könnte im Tempel heiraten? Aber ja. Natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Nein, nicht wirklich. Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz, daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Okay, Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Lady Mara heißt euch im Schoße ihrer Güte willkommen. Welchem der acht Göttlichen dient ihr? Wir dienen der Göttin Mara, die den Sterblichen das Geschenk der Liebe gab, auf dass sie einen Hauch der Ewigkeit verspüren. Ihre Segen sind mannigfaltig. Zu lieben bedeutet, die wahre Natur der Götter zu kennen. Kann ich ihren Segen empfangen? Nicht alle können das weite Echo der hellsten Morgendämmerung hören. Um von Mara berührt zu werden, müsst ihr in dieser Welt als ihr verlängerter Arm handeln. Erforscht die Facetten des ewigen Juwels. Seid ihr nun bereit, das Licht in dieses Land zu tragen? Sagt mir einfach, was ich tun sollte. Die Morgendämmerung erwacht in euch, mein Kind. Ihr müsst ihr Licht in die Welt tragen, auf dass alle es sehen mögen. Mara hat mir eine Vision geschenkt. Am Fuße des Halses steht eine junge Frau, fast noch ein Mädchen. Ihre unstete Liebe muss aufgelöst werden. Das Dorf, Ivarstadt. Die Frau, Fastrid. Dies ist das Gebet, das von der Göttin erhört und an ihre Diener weitergegeben wurde. Kommt wieder, wenn sie ihren Pfad erkannt hat. Ich werde Mara in eurem Namen anrufen. Du kannst mir auch ihre Telefonnummer geben. Ha, ha. Ha, 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 ha. Wonach ha, sucht ha. Ihr, mein Kind? Ha, 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 ha. Amen. So, ey. Ups. Ja, nächste Quest. Mutter der Liebe. Zu besuchen? Dann, im Tempel von Mara sind alle willkommen. Der Toten, unser nächsten Ort. Seid ihr hier, um die Grabpflegerin auszulachen? Ihr pflegt den Friedhof? Wenn ihr fragt, ob ich die Halle der Toten allein hüte, lautet die Antwort ja. Glaubt ihr vielleicht, hier würde auch nur einer zur Schaufel greifen, um mir zu helfen? Ha! Soll doch die alte Alessandra die Drecksarbeit machen. Ich habe mich nicht um diese Stelle bemüht. Sie ist wegen meines Vaters an mir hängen geblieben. Wie wollt ihr euch mit eurem Vater versöhnen? Ich würde gern die Reise zur Halle der Toten in Windhelm antreten. Ich möchte Andurs, dem Verwalter, meinen Zeremonien durchgeben. Wenn er erst mit den sterblichen Überresten meines Vaters begraben ist, werde ich mich endlich in Frieden an ihn erinnern können. Ich kann ihn für euch überbringen. Ich hatte euch nicht gefragt, aus Angst, ihr würdet Nein sagen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Hier, ich vertraue euch den Dolch an. Bringt ihn Andurs. Er wird sich um alles Weitere kümmern. Was an diesem Dolch so besonders? Die Priester von Arkai erhalten zum Abschluss ihrer Ausbildung einen Zeremoniendolch. Er wird normalerweise von dem Oberpriester überreicht, der das Ritual durchgeführt hat. In meinem Fall war dieser Oberpriester mein Vater. Die Sache ist nur, ich wollte eigentlich nie in seine Fußstapfen treten. Und irgendwie will ich es selbst heute noch nicht. Aber ihr habt es dann doch getan. Ich musste es tun, der Ehre willen. Aber ich hatte zu lange gewartet. Mein Vater starb, bevor ich meine Ausbildung abschließen konnte. Als ich dann schließlich Priesterin wurde, überreichte man mir den Dolch des neuen Hohepriesters
obwohl ich schon den meines Vaters hatte. Ihr seht also, dass ich ihn zurückgeben muss. Es bricht die Tradition und ich muss ihm sagen, dass ich schließlich doch tat, was er immer wollte. Wieso trägt euer Vater die Schuld an eurer Arbeit? Mein Vater war ein Priester von Arkai. Ich habe mein ganzes Leben in der Gesellschaft von Toten verbracht, musste Bestattungsrituale und Gebete lernen. Ich hatte auch nie Freunde. Wer würde schon seine Zeit mit dem komischen, kleinen Mädchen, das mit den Toten spielt, verbringen wollen? Also wuchs ich eben mit diesem elenden Handwerk auf. Ich kenne nichts anderes, als die Toten zu präparieren und sie unter die Erde zu bringen. Seid vorsichtig. Die Pilgerreise zum Schrein ist kein Zuckerschlecken. Ach, musst du nur nach Windheim reisen. Ist das der Ausgang oder komme ich daher? Nein, das ist der Ausgang. In Slow-Mo. So. In der Zeit, dass wir mal uns das Gefängnis anschauen. Ah, wir haben eine Todesglockenblume. Und wir haben Vampirstab. Wir haben ja alles schon. Jetzt müssen wir nur noch das Silbererz im Silberbarren ändern. Und ich darf nicht vergessen, die aus Versehen zu zerstören. So. Am besten schlaust wäre es ja eigentlich, wenn ich mir ein Haus kaufe. Das Problem ist, dass ich erst noch ein paar Sachen machen muss. Also, im Haus kann man erst kaufen, wenn man Tane wird. Von dem Leveln Fürstentum. Und da ist dauert wieder. Aber nun gut, ich glaube, ich laufe jetzt schnell raus zu meinem Pferd. Und liefere mein Zeug ab. Lager da mal die ganz wichtigen Sachen wie die Eisenbarren und Drachenknochen und so ab. Dann müsst ihr echt genug wieder tragen können. Frisches Fleisch und Gemüse. Solange der Vorrat reicht. Man denkt, es kommt einem so langsam vor, aber das ist eine normale Geschwindigkeit. Es ist nur realistischer. Ich habe das Gefühl, ich höre hier einen Drachen in der Nähe. Ich kann natürlich auch sagen, dass ich mich irre. Endlich draußen. So. Was ich habe, eine Gabel, Kilo wäre zu viel. Ein Mann, der 500 Kilo tragen könnte.
Naja, egal. So. Naja, was war denn nochmal? Eisgeist-Szene, Marmut, Saphire, Amethyst. Ja. Egal, Waisenhaus. Festung Nebelschleier. Der Sitz des Jahl. So, trifft am Gefängnis. Hey, ihr habt hier unten nichts zu suchen. Nur dienstliche Angelegenheiten. Schon in Ordnung, ich darf hier sein. Oh, mein Fehler. Tut mir leid. Ihr dürft passieren. Muhaha. Dreck, hier die Unschuldige. Ah, und hier haben wir Sibi Schwarzdorn. Seid ihr gekommen, um mich anzustarren, oder soll das ein Höflichkeitsbesuch sein? Warum seid ihr im Gefängnis? Hör zu, wir haben alle unsere Fehler. Und meiner besteht darin, dass Frauen nicht genug von mir bekommen können. Also hatte ich eine kleine Affäre, während ich mit einem wunderschönen Mädchen namens Vidi verlobt war. Nun, sie findet es heraus und erzählt es ihrem Bruder Wulfur. Und der greift mich prompt mit einem Messer an. Ich meine, da musste ich mich doch schließlich verteidigen. Ihr wurdet also wegen des Mordes an ihm verhaftet? Genau. Und nun muss ich 8 Monate lang diese Stäbe anstarren. Ist das zu fassen? Da wollte ich dieses Weibstück in die reichste Familie von Rifthorn einheiraten lassen und das ist nun der Dank. Ich würde alles dafür tun, mir den Kopf dieser Hure auf einem Tablett servieren zu lassen. Ich muss nur noch wissen, wo sie ist. Ich werde euch helfen, sie zu finden. Ah, das ist die richtige Einstellung. Findet sie und ich verspreche euch, es soll euer Schaden nicht sein. Habt ihr Informationen übers Video? Sie war eine junge Frau. Drall, mit fließenden langen Haaren. Sie hat mir die schönsten Lieder vorgesungen, als wir einander den Hof gemacht haben. Ich habe noch nie eine so schöne Stimme gehört. All dieses Talent wird vergeudet sein, wenn ich mit ihr fertig bin. Wir müssen nur 8 Monate für Mord absitzen. Mutter wollte mir eine Lektion erteilen, weil ich die schmutzige Wäsche der Familie in aller Öffentlichkeit gewaschen habe. Ich meine, ich habe mich früher für sie um viele Leute gekümmert. Was im Reich des Vergessens hat sie denn von mir erwartet? Naja, wenigstens brauche ich hier nicht auf den Komfort von zu Hause zu verzichten. Nun, außer natürlich auf die Berührung einer Frau. Erzählt mir etwas über eure Familie. Wenn ihr von den Schwarzdorn sprecht, sollte euch nur eins in den Sinn kommen. Mit uns legt man sich nicht an. Wenn ihr uns helft, werdet ihr reich. Wenn ihr uns in die Quere kommt, seid ihr bald nur noch eine Erinnerung. Reicht euch das an Informationen? Naja. Wenn ich diese Hure finde, drehe ich ihr den Hals um. So. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Gut, zeigt mal der Jalin, dem weiblichen Jal, einen Besuch abzustatten. Mhm. Haben unsere Kundschafter neue Informationen zu diesen Drachenberichten? Hatten wir einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Bitte verzeiht meine Unordnung, aber ich stecke mitten in einer... Werf deinen Blick drauf. Wir haben Zeug halt, aber wir haben auch Zeug. Bam. Oh. Die Stäbe sind eindeutig zu teuer für sie. Guten Tag.
Was hat euch so lange beschäftigt? Jemand interessiert sich für das, was ich tue? Erstaunlich. Nun, ich will es euch gern erklären. Meine Experimente drehen sich um ein magisches Konstrukt und eine Zutat, die es dem Konstrukt erlauben wird, ein dauerhaftes Feld harmonischer Energie aufrechtzuerhalten. Faszinierend, spricht weiter. Aha, ihr seid also doch ein Schüler der angewandten theoretischen Harmonielehre. Wenn wir Ralstons Konstante der universalen Inversion einmal beiseite lassen, wie würdet ihr das Problem dann angehen? Würdet ihr die harmonische Energie der Zutat zuführen oder ihr erlauben, ihr eigenes Feld zu erzeugen? Wäre es mit Clem? Wie bitte? Absolut lächerlich. Vor langer Zeit hätte man Clem noch in jedem Haushalt Tamriels gefunden, aber heute nicht mehr. Moment, ihr habt mich auf eine geniale Idee gebracht. Genau wie eine Klemme, die greifbares Material fixiert, kann ein Seelengreifer Magiefelder festhalten. Genial! Und ihr habt sicher schon einen Weg gefunden, wie man einem vollständigen dimensionalen Zusammenbruch entgegenwirken kann, ja? Ganz genau. 9 ist die Antwort. Aber natürlich! Die 9 ist die Grundzahl aller magischen Grundsätze. Nein, wie dumm von mir. Dadurch beseitigt ihr alle grundlegenden Probleme. Den Magikerbrand, den dimensionalen Zusammenbruch und die Temperaturabweichung. Ihr habt es geschafft! Wenn ich mich jetzt nur daran erinnern könnte, worüber wir eigentlich sprachen. Ihr scheint Hilfe bei eurer Organisation gebrauchen zu können. Ja, dabei könnte ich wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Vielleicht einen Assistenten. Nein. Vielleicht einen Vertrauten. Nein, zu viel Chaos. Nun, das Organisieren ist gewiss nicht meine starke Seite. Ganz und gar nicht. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn ihr mir einige Dinge besorgt, könnte ich mit meiner nächsten Versuchsreihe beginnen. Was soll ich besorgen? Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bin ich sehr vergesslich. Ich verlege oft Dinge. Ich muss wirklich lernen, meine Sachen beisammen zu halten. Ich brauche meinen Dwemer-Rührlöffel, meinen Orichalkum-Barren und meinen mächtigen Seelenstein. Am besten sofort. Bringt mir diese Dinge und ich werde mit Freuden an euch experimentieren. Nein. Ich meinte natürlich, es wird mir eine Freude sein, euch zu belohnen. Weist mir den Weg, dann beschaffe ich sie euch. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten. Aber warum steht ihr denn noch hier? Oh, ja. Ihr müsst ja wissen, wo alles ist. Das wäre sicher hilfreich. Gut, Also, wo hatte ich doch gleich diese Spinnen hingelegt? Ah, nein. Willkommen in Rifton. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Als Jarl Lailas Huskarl möchte ich euch bitten, stets die gebührende Distanz zu ihr zu wahren. Ah, ihr seid ein Huskarl. Schön. So, was brauche ich? Seid ihr in einer offiziellen Angelegenheit hier? Mit ihrem Sohn sprechen. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarlein. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Rifton steht unter meinem Schutz und ihr benehmt euch besser. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Ach, und ich weiß es nur nicht. Ich fuß dich gleich. Wenn ihr nach Norden reist, haltet euch von der Beinbrecherhöhle fern. Diese verdammten Hexenraben haben sich dort breit gemacht. Ah, danke für den Chat. Ärger oder so? Ist
der hier? Ja. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für müßige Unterhaltung mit Reisenden. Nur ein Dolch für den Sohn des Jarls? Ich habe im Hof mit einer Wache geübt, die in Ohnmacht gefallen ist, als ich ihr sagte, dass sie sich ducken soll. Meine Klinge ging direkt ins Mauerwerk und musste umständlich repariert werden. Zum Glück vollbringt unser Schmied Balimund wahre Wunder. Wenn ihr mein Schwert bei ihm abholen könntet, wäre ich äußerst dankbar. Ich werde es für euch besorgen. Danke. Beeilt euch bitte. Also gut. So, dann gehen wir ganz schnell zu Balimund, dem Schmied. Was führt euch heute zu Balimund? Eine Reparatur? Wollt ihr etwas kaufen? Ihr seid ziemlich stolz, auf eure Arbeit zu sein. Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsamen Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Beeindruckend. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Ich besorge euch etwas davon. Wirklich? Danke. 10 Prisen Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. Ich bin hier, um Haralds Schwert zu holen. Ein fauler Taugenichts, oder? Er schickt euch hier runter, wenn ich nur einen Steinwurf von der Festung entfernt bin? Hier ist das Schwert. Sagt Harald, er soll die Mauern ganz lassen, dann bleibt auch sein Schwert in besserem Zustand. Denk daran, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Ja, ich habe das schon mit einigen zu tun. Ein paar habe ich auch schon verkauft. Habe ich überhaupt noch welche? Ja, 2 Stück. Das ist schön. So, das haben wir auch noch an. Aus dem Weg. Hier ist das Schwert. Das hat ja ganz schön gedauert. Hier bitte. Für eure Umstände. Dankeschön. Mhm. 2 Edelsteine. Aber die falschen. Ich brauche noch makellose Amethyste, makellose Saphire. Was ist das? So, Tut mir leid. Ich dachte gerade über meine Eine Quest will ich noch schnell machen. Was wollt ihr? In welchen Schwierigkeiten steckt ihr? Ich schulde jemandem viel Geld und ich glaube, man hat mich betrogen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Weit mich in die Einzelheiten ein. Ich habe mit den Ställen in Weißlauf ausgehandelt, dass sie mir Sattel und Zaumzeug verkaufen. Ich habe von Saphir Gold geliehen, um die Lieferung zu bezahlen. Aber es wurde gestohlen, bevor es ankam. Jetzt will Saphir ihr Geld zurück. Und ich glaube, wenn ich es ihr nicht gebe, bringt sie mich um. Ich werde euch helfen, eure Schulden zu bezahlen. Wirklich? Ach, ich danke euch. Seid bei Saphir auf der Hut. Sie umgibt sich mit allen möglichen Unangenehmen. Wart ihr bei Saphir erfolgreich? Ja? Was habt ihr für ein Problem? Ich möchte über Schadres Schulden sprechen. Ich wusste, dass der dumme Junge eine Möglichkeit finden würde, sich aus seinen Schulden zu stehlen. Das ist doch ganz einfach. Ich habe ihm etwas Gold geliehen, er hat versprochen, es mir zurückzuzahlen und nun sagt er, er sei blank. Das ist schon alles. Wir wissen beide, dass es ein abgekartetes Spiel ist. Also schön. Ich habe an seiner Lieferung wohl genug verdient. Da brauche ich keine Zeit mehr damit zu verschwenden, einen Stalldiener zu bedrohen. Sagt Chadre, wir seien quitt. Ich hoffe, so, wir laufen uns wieder ein. Zurück zu ihm. Hört zu, ich habe doch bereits gesagt. Wart ihr bei Saphir erfolgreich? Ihr seid Saphir nichts mehr schuldig. Bei den 8. Ihr habt sie tatsächlich dazu gebracht? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, es würde niemanden in Rifthorn kümmern, was aus mir würde. Hier, das habe ich gespart, aber ihr sollt es bekommen. Ich dachte, ich würde es brauchen, falls Saphir hinter mir her wäre, aber ich brauche es nicht mehr. Zaubertrank. Unsichtbar. Ah, so, du wolltest dich verstecken.
Ja gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und erlesene ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten guten Tag, Mal Freund. Sprechen wir mit einem weiteren Mitglied der Schwarzdorn-Familie. Nämlich hier in Ilgrims Elixir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.